Hey und hallo zusammen, ich bin's mal wieder, Tom David vom Drohnenhandbuch. Heute habe ich euch den Ronin SC mitgebracht. Er sieht zwar aus wie der Ronin S, ist es aber nicht. Wir wollen direkt loslegen, jetzt den Daumen nach oben und natürlich auch das Abo nicht vergessen. Los geht's! Wir alle haben gewartet auf eine Phantom 5, eine Spark 2, Inspire 3. Stattdessen wurde mir ein Ronin SC zugeschickt. Aber haben die Leute nicht gerade ihr hart verdientes Geld investiert in einen Ronin S? Der neue Ronin SC ist nicht der Nachfolger des Ronin S. Er ist ein eigenständiges Modell der Serie mit dem feinen Unterschied, dass er für kleinere Kameras mit einem Maximalgewicht von 2 Kilogramm gebaut wurde. Zu den empfohlenen Modellen zählen unter anderem die bekannte Sony A7 und die Panasonic GH5 Serie. Der Ronin SC selbst ist sowohl der kleinste als auch mit nur 1,2 Kilogramm Gewicht der leichteste professionelle Gimbal von DJI. Der Gimbal selbst wirkt wertig und robust. Handhabung und Ausstattung haben sich gegenüber den anderen Ronin-Modellen nicht groß verändert. Alle Knöpfe und Joysticks kennen wir schon. Da wäre zum Beispiel der Abzugknopf, mit dem sich der Gimbal jederzeit zentrieren oder aber in den Vlogging-Modus drehen lässt. Dann gibt es einen Joystick zur manuellen Bildwinkelkontrolle. Außerdem einen Aufnahmeknopf, der sich nutzen lässt, sobald man die Kamera per Kabel mit dem Ronin verbindet. Außerdem verfügt die Pro-Variante des Ronin SC über ein Fokusrad zur manuellen Fokuseinstellung. Am wichtigsten aber ist die Bildstabilisierung des Ronin SC, die sich sehen lassen kann. Wenn man sich den Vergleich anschaut, wird klar, wie präzise der Ronin SC die Kamera stabilisiert. Dieser Clip wurde mit dem Ronin SC aufgenommen. Und hier nochmal praktisch der gleiche Clip, nur bin ich hier wirklich vorsichtig gelaufen und hatte die Kamera einfach in der Hand. Als DJI den Ronin S veröffentlicht hat, gab es einige Kritik. Die Hauptkritik war natürlich Größe und Gewicht des Ronin S, denn zum Beispiel zum Vloggen war das einfach viel zu massiv. Das hat DJI jetzt mit dem neuen Ronin SC angepasst. Immer im Blick behalten sollte man das hier unten. Das hier ist natürlich nicht fest am Ronin SC befestigt, das ist nur so ein kleiner Stand, damit man das Ganze einfach schnell abstellen kann. Der Ronin SC hat eine deutlich bessere Größe und ein deutlich niedrigeres Gewicht als der alte Ronin S, das ist super. Aber DJI hat wirklich auf die Kritik gehört, hat uns wirklich zugehört und hat ein paar Dinge angepasst und die wollen wir uns jetzt anschauen. Die erste große Neuerung sind drei kleine Schalter, mit denen man die Achsen des Ronin SC einrasten kann. Nichts dreht sich, nichts schlackert und nichts klappert und genau so soll es sein. Der Ronin SC lässt sich dadurch wesentlich komfortabler und sicherer tragen. Auch der Zusammenbau und die Tarierung des Gimbals wurden angepasst. Noch immer ist der Vorgang nicht ganz leicht, aber mit etwas Übung haut es dann nach einer Weile doch hin und man hat irgendwann den Dreh raus. Es ist sehr hilfreich, dass man jetzt die einzelnen Achsen des Ronin SC feststellen kann, denn dann lässt sich jede Achse wirklich eine nach der anderen korrekt ausbalancieren. Und wenn es mal schnell gehen muss, ist der Ronin SC deshalb deutlich flinker einsatzbereit als die meisten anderen Gimbal. Da man um die Nutzung der Ronin-App nicht herumkommt, hat DJI eine Smartphone-Halterung mitgeliefert.
Diese lässt sich entweder direkt oben auf der Kamera selbst oder aber an der Seite des Gimbals befestigen. Die Halterung lässt sich dann ganz leicht von der horizontalen in die vertikale drehen, sodass man in jeder Situation das Handy problemlos nutzen kann. Die App selbst ist ein Kraftpaket, wenn man sie denn beherrscht. Sie hat zwar keine Bugs und funktioniert technisch einwandfrei, allerdings muss man sich an die vielen Untermenüs und Einstellungsmöglichkeiten erstmal gewöhnen. Vor dem ersten Dreh, bei dem es schnell gehen muss, solltest du dich daher mit der App schon ein bisschen auseinandergesetzt haben. Alle Modi, die bei den anderen Ronin-Modellen verfügbar waren, hat auch der Ronin SC an Bord. Zum Beispiel den hier gezeigten Motion Labs-Modus. Außerdem gibt es zum Beispiel einen virtuellen Joystick oder ein Tool, mit dem man eine Bewegung des Gimbals voreinstellen kann, die dieser dann selbstständig ausführt, während man sich selbst aufs Laufen konzentrieren kann. Force Mobile überlässt die Steuerung des Gimbals deinem Smartphone. Und zwar nicht einem virtuellen Joystick, nein, das Smartphone überträgt die eigene Bewegung direkt an den Gimbal, der diese dann nachahmt. Probleme mit Distanzen von sogar mehr als 10 Metern gab es nicht. Die Verbindung zwischen Smartphone und Gimbal war wirklich phänomenal, allerdings drehte der Gimbal hier und da mal in die falsche Richtung und schaute eben nicht dorthin, wo ich das Smartphone wirklich hingedreht hatte. Ich denke, dass DJI diese Bug zügig beheben wird, aber dennoch wollte ich es anmerken, da es mehrfach vorkam, dass der Gimbal sich einfach so in die falsche Richtung gedreht hat. Der Ronin SC kommt mit einer wirklich coolen neuen Funktion und das ist Active Track. Active Track sagt natürlich allen DJI-Piloten etwas. Das ist diese Funktion, in der die Drohne autonom ein Objekt verfolgt. Und das kann jetzt auch zum ersten Mal ein Gimbal und das ist wirklich ziemlich cool. Zuallererst nimmt man sein Smartphone, schraubt es mit der mitgelieferten Halterung oben auf die Kamera. Dann öffnet man die App, klickt Create, öffnet Active Track und dann mit dem Finger zeichnet man eine kleine Box um das zu verfolgende Objekt. Und wenn man jetzt anfängt, durch die Gegend zu laufen mit dem Ronin SC, dann verfolgt der Gimbal automatisch das zu verfolgende Objekt. Das funktioniert, wieder erwarten, ziemlich gut. Und ich bin mir sicher, dass ich das in Zukunft oft benutzen werde. Das liegt jetzt nicht nur rein am Komfort, sondern auch daran, dass es manchmal schwer ist, mit dem Gimbal die richtige Drehung hinzubekommen. Denn oftmals dreht man entweder so ein Stück zu spät los oder es geht so ein bisschen zu schnell. Das ist ein bisschen komplizierter, als wenn man das aus der Hand macht oder mit einem normalen Stativ, wo wirklich, wenn man anfängt zu drehen, auch die Bewegung sofort da ist. Und da hilft Active Track ganz ungemein. Active Track ist in meinen Augen die größte Neuerung des Ronin SC und hat mich überzeugt. Der Ronin SC ist im Moment mein Lieblings-Ronin-Modell. Das liegt nicht nur an der kompakteren Größe und dem niedrigeren Gewicht, das ist ja schon mal ein wirklicher Komfortzugewinn, sondern das liegt auch an ein paar anderen Features. Das liegt zum Beispiel an diesen Verschlüssen, die man hier hat, damit hier nichts mehr wackelt. Denn ich laufe ziemlich viel durch die Gegend, zum Beispiel wenn ich reise und dann filme ich. Und das war beim Ronin S einfach so nervig, dass da immer alles sich durch die Gegend drehte. Das hat DJI wirklich hübsch angepasst. Allerdings gibt es natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Zum Beispiel der Akku ist meines Erachtens nach immer noch ein Schwachpunkt, nicht von der Akkuleistung. Aber mich nervt es weiterhin, dass man hier den Akku nicht irgendwie rausnehmen kann. Mich nervt es, dass man das Akkuteil hier unten, dass das immer befestigt sein muss, also der Ronin SC muss immer aufgebaut sein, wenn man ihn laden möchte. Das ist schon ein bisschen ätzend. Allerdings muss ich sagen, dass die Stabilisierung super ist. Und wie gesagt, die Größe und das Gewicht stimmen. Und jetzt ist die einzige Frage, wie viel kostet der Ronin SC? Ich kann es nicht beantworten, denn DJI konnte mir das bis zum heutigen Tag nicht sagen. Deswegen würde ich dir empfehlen, auf die Links unten in der Produktbeschreibung zu klicken. Dann findest du den aktuellen Preis selbst heraus. Denn es kann natürlich sein, dass das Ding total hochpreisig eingestellt wurde. Es kann aber auch sein, dass man ein gutes Angebot hat und dann lohnt sich der Ronin SC definitiv. Denn das Level der Stabilisierung ist super. Man muss sich, wie gesagt, diesen komischen, ich nenne ihn immer Stealth Walk, muss man sich angewöhnen, wenn man so ein bisschen in die Knie runter geht und dann hier schön mit so angewinkeltem Arm läuft. Idealerweise macht man dann hier unten auch noch dieses kleine Stativ rein. Dann kann man das Ganze ein bisschen besser halten. Dann federt man das Ganze. Aber all in all, der Ronin SC ist meines Erachtens nach ein guter Gimbal für kleinere Kameras. Und das war genau das, was ich für meine Reisen gesucht habe.